Das Erste, was man vielleicht zur Kenntnis nehmen muss, man spricht ja eigentlich von einem neuen Kalten Krieg gerade, aber wenn man sich die Entwicklung mal ein bisschen kritischer anschaut, ist der Begriff neu eigentlich ein klein wenig irreführend. Der suggeriert ja tatsächlich, dass der alte Kalte Krieg 1990 zu Ende gegangen sei. Das ist aber eigentlich nur bedingt der Fall, wenn man sich die Entwicklung genauer anguckt. Kritisch betrachtet kann man eigentlich sagen, dass von westlicher Seite die Haltung gegenüber Russland, dass Russland als Feind betrachtet und begegnet wird, nie aufgegeben worden ist und dementsprechend eigentlich auch in den kompletten 90er Jahren eine sehr dezidiert antirussische Politik durchgeführt wurde, dass wir jetzt eigentlich seit mehreren Jahren eben wieder diese Sprechweise vom neuen Kalten Krieg und eine regelrechte Eskalation im westlich-russischen Verhältnis haben, hat mehr eben jetzt damit zu tun, dass von russischer Seite seit einigen Jahren begonnen wurde, dieser westlichen Politik seinerseits wieder mit eigener, auch durchaus mit harten Bandagen ausgefochtenen Machtpolitik etwas entgegenzusetzen. Woran kann man die Aggressivität des Westens in diesem Zusammenhang messen oder wie kann man das deutlich machen? Ja, ich denke, man sollte vor allem nicht unterschätzen, wie in Russland dieses doch recht bekannte Phänomen inzwischen wahrgenommen wird, dass der Westen im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlandes Anfang der 90er Jahre ursprünglich einmal die feste Zusage gegeben hatte, die NATO als das westliche Militärbündnis nicht nach Osten in Richtung Russland zu erweitern, dieses Versprechen aber dann sehr, sehr schnell einkassiert hatte, was russischerseits durchaus auch völlig zu Recht als ein schwerer Bruch dieses Versprechens wahrgenommen wird. Und das ist sozusagen der Nährboden eigentlich, auf dem sich nun alles Weitere auch abspielt. Und das ist nicht die einzige Maßnahme, die westlicherseits hier seit vielen Jahren in Gang gesetzt wurde. Also einmal eben diese NATO-Osterweiterung, dann aber zum Beispiel 1999 der Angriffskrieg gegen Jugoslawien, also einen Verbündeten Russlands. Dann aber auch zum Beispiel diese NATO-Raketenabwehr, die spätestens seit etwa 2000 aufgebaut wird, die sich ja mehr oder minder offen auch gegen russische Zweitschlagfähigkeiten richtet. Oder eben die verschiedenen sogenannten bunten Revolutionen, bei denen pro-russische durch pro-westliche Machthaber ab 2003 in verschiedenen Ländern im Umfeld Russlands ersetzt wurden. So, und das alles zusammen hat eben dann in Russland zu der festen Überzeugung geführt, nun dem Westen auch wieder etwas entgegensetzen zu müssen, weil er schlicht und ergreifend mit diesem anti-russischen Expansionskurs auch nicht aufhört. Wo sehen wir die heutigen Konfliktlinien dieses neuen Kalten Krieges? Die offensichtlichste Konfliktlinie ist natürlich die Ukraine. In der Ukraine selber ist der Konflikt eskaliert, wobei man da auch nicht vergessen darf, dass die erste große Eskalation, sichtbare Eskalation ja nicht in der Ukraine 2013 FF stattfand, sondern eigentlich im Georgienkrieg 2008 FF, als Georgien die Provinz Südossetien angegriffen hatte mit zumindest tatkräftiger US-Unterstützung und Russland diesen Angriff mehr oder minder dann mit dem Gegenschlag beantwortete, um seinen Verbündeten Südossetien da zu stützen. Und damals hat man eigentlich schon wieder mit diesem Begriff des neuen Kalten Krieges hantiert. Und der zweite große Moment war dann eben die Ukraine und da die Eskalation nach der Entscheidung des damaligen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, übrigens in freien und fairen Wahlen an die Macht gekommen, das Assoziationsabkommen und damit die Westbindung der Ukraine abzulehnen, sich stattdessen eigentlich Russland stärker zuzunähern, dann diese sogenannten vom Westen unterstützten Maidan-Proteste, der Putsch gegen Janukowitsch und die ganze Eskalation dann danach. Jetzt ist ja andererseits Russland auch nicht unbedingt ein Unschuldslamm. Der Putin regiert ja mit relativ fester, autoritärer Hand und schreckt eben auch nicht, was weiß ich, vor der Krim-Besetzung zurück. Sind die Reaktionen, die wir jetzt von Russland gesehen haben, verstehbar oder nachvollziehbar? Persönlich, und ich denke auch niemand aus der Friedens- und Antikriegsbewegung, kann ein besonderer Freund der putinschen Realpolitik sowohl Innen- als auch Außenpolitik sein. Das heißt aber noch lange nicht Henne und Ei zu verwechseln, glaube ich. Also man muss schon schauen, wer den ganzen Schlamassel erstinstanzlich angerichtet hat und wer dann auch dran wäre, die ersten Schritte wieder runter aus dieser Eskalationsspirale zu machen. Und da muss ich sagen, fällt es mir schwer, jemand anders zu entdecken als den Westen, der ein ums andere Mal diese Eskalationsspirale weitergedreht hatte. Dass das irgendwann
auf Reaktionen stoßen wird und die natürlich, Russland ist ein machtpolitisch agierender Staat, auch nicht schön ausfallen. Das hat noch lange nicht zu heißen, Russland in irgendeiner Weise schön zu reden, aber ich glaube, dass wenn man aus dieser verfahrenen Situation raus möchte, dann ist es am besten, die ersten Schritte zu unternehmen. Was wir gerade aber erleben, und das ist das Problematische, ist ja, dass eigentlich in allen Bereichen und nicht nur eben an der NATO-Ostflanke eine Verschärfung im Verhältnis zu Russland stattfindet. Ob das übrigens dann jetzt unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump weiter so gehen wird, das bleibt natürlich nochmal abzuwarten. Das wird relativ spannend in der Entwicklung sein, ob unter Trump es zumindest von US-Seite her eine gewisse Kursbegradigung da geben wird. Wir haben jetzt ja eine Situation mit dem Krieg in Syrien, in der Ukraine, erwähnten Sie bereits. Jemen geht es weiter, Mali und auch in Afrika sehr viele Brandherde, wo täglich Menschen sterben, die ja zum Teil eben auch Opfer dieses Ost-West-Konflikts sind. Wie kommen wir da raus? Na, ich glaube, das Erste, was es wirklich braucht, ist westlicherseits ein Eingeständnis, dass an diesem Debakel zumindest der Westen auch eine Mitschuld trägt. Weil was wir derzeit ja erleben, ist ein Narrativ, was meistens in die Richtung geht, wir haben Russland den roten Teppich ausgerollt, wir haben Russland eingebunden, wir wollten nur das Beste und Russland hat diese ganzen Gesten ausgeschlagen und jetzt müssen sie halt sehen, wo sie bleiben. So. Diese Geschichte ist nicht nur falsch, sondern sie ist eben auch keine Grundlage, um ins Gespräch zu kommen, wie man gemeinsam über vertrauensbildende Maßnahmen etc. eigentlich wieder zu einer Deeskalation der Lage kommt. Solange der Westen nicht akzeptiert, dass er in dieser Situation auch Fehler gemacht hat, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das halte ich also tatsächlich für die Vorbedingung. Sie sehen also momentan keinen Lichtblick, der uns hoffen lassen könnte, dass sich was ändert, außer dieser vagen Vermutung, dass vielleicht durch Trump andere Weichen gestellt werden könnten. Also er hat ja zumindest sowas angedeutet. Unter anderem wird die ganze Entwicklung unter Trump deswegen spannend, nicht nur, weil man natürlich schauen muss, wenn er seine Aussagen im Wahlkampf umsetzt, da sind übrigens auch viele dabei, die friedenspolitisch relativ katastrophal sind, aber seine Aussagen zu Russland bieten tatsächlich eine Möglichkeit, in irgendeiner Weise auf eine neue Gesprächsgrundlage zu kommen. Das ist das eine Spannende, ob das passieren wird. Das zweite Spannende wird aber sein, was die Europäer dann machen. Nämlich gerade von deutscher Seite aus wurde ja über viele Jahre eigentlich das Bild gezeichnet, die USA sind diejenigen, die da eskalieren und wir versuchen die mühsam im Schlimmsten aufzuhalten, dass es nicht komplett aus dem Ruder läuft. Das wird man abwarten müssen, aber das ist eine ganz relevante Entwicklung, wo dann tatsächlich auch von europäischer und deutscher Seite aus Farbe bekannt werden muss. Trauen Sie dem Steinmeier als Präsidenten in Spe zu, dass er in diesem Prozess an Entspannung mehr teilhaben könnte, als das unser jetziger Bundespräsident macht? Puh, ja und nein. Also Steinmeier ist ganz sicher kein Friedensengel. Ich glaube, dass er da zum Teil auch falsch bewertet wird in Teilen der Friedens- oder Antikriegsbewegung. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass an bestimmten Punkten Steinmeier ganz vehement versucht hatte, eine Totaleskalation im Verhältnis zu Russland zu verhindern. Also Steinmeier war schließlich derjenige, der versucht hatte, einen geordneten Übergang und keinen Putsch in der Ukraine hinzubekommen. Dann sind ihm die USA ziemlich stark in die Parade gefahren am 20. Februar 2014. Dann war Steinmeier vor allem der Protagonist, der sich gegen die Lieferung von schweren Waffen an die ukrainische, in Anführungszeichen, Regierung gewendet hatte, was nächster Eskalationsschritt gewesen wäre. Auf der anderen Seite hat aber Steinmeier die ganzen NATO-Eskalationsmaßnahmen, die Aufrüstung der Ostflanke mitgetragen. Insofern ist das sozusagen ein bisschen ein Gemischtwarenladen, was Steinmeier da friedenspolitisch anbelangt. Ich halte ihn aber sozusagen für ein klein wenig moderater, als das Gauck war, was allerdings auch nicht so arg schwer ist.